Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Monster Train Friends and Foes. Ich wollte hier nochmal diesen hübschen leuchtenden Oktopus spielen. Mal gucken, ob wir dieses Mal ein bisschen was Schniekiges hinkriegen mit ihr. Ich versuche die Stase zu vermeiden, das sagt mir nicht zu. Ja, da haben wir es schon wieder. Ne, wir nehmen hier den Rachefrostschaden. Und... wir nehmen die Titankrallen. Einfach weil ich jetzt gerade beim schnell wegklicken gesehen habe, hey, wir haben die Monsterkarte, die zufälligerweise eine Karte auf der Hand am Ende des Zuges einfriert. Hier, das da. Mhm. Das ist nicht verkehrt, deswegen... ja komm, zum Zuhauen können wir die auch schon hier unten reinstellen. Und du hast auch zu. Karte eingefroren, ja, habe ich gesehen. Dich nehmen wir auch raus. Okay. Der ist kostenlos nächste Runde, Schnieke. Dann packen wir den da oben gleich rein. Ja gut, dich können wir sowieso nicht irgendwo anders benutzen. Dann lass uns doch hier mal aufräumen. Ja komm, einen Splitter nehmen wir ja noch rein. 140 geht auf 52 runter. Nice, 61. Hätte es ihn abwerfen sollen, aber egal. Stirbt. Okay. Zaubernfälligkeit? Ja. Drei gute Verbündete, muss nicht sein, wir nehmen das Teil. Das können wir nämlich auch spielen, wenn wir keine Glutasche haben. Ich hole mir Banner der Stygia. Verzauberung 2-2, ja. Das mit der Rüstung wäre zwar auch interessant, aber damit unser Viech triggert, unser Champ, müssen wir getroffen werden für die Rache. Entfernter Verbrauch haben wir nicht. Okay, sparen wir uns Kohle. Sowieso nicht unbedingt das, was ich mir normalerweise hole bei Zauberkarten. Auf jeder Ebene erscheinen? Nee, das ist ein bisschen mies, wenn die mit Wut in den Kampf kommen. Muss nicht. Ja, muss es dann sein, dass ich mich da unten gleich reinstelle? Wir werden abgemetzgert. Na, wobei, du hast Eile. Wir würden zwei rausnehmen. Das heißt, wir würden sechs aufs Maul kriegen. Ich könnte sie nach vorne stellen, erstmal. Wir opfern ihn. Ja. Die zwei kommen dann zwar durch, aber ist egal. Könnten wir hiermit auslöschen. Machen wir auch. Dann hier unten. Fuck. Kriegt trotzdem 6 aufs Maul. Bisschen behindert. Machen das trotzdem. Nehmen hier einen Splitter. Passt. So, die letzte Welle ist jetzt am Start. Das ist nicht so cool. Ja, eigentlich hätten wir die zwei nach hinten stellen sollen. 42 kriegt er nur aufs Maul. Ungünstig. Er hat auch nur 13 Frostschaden abgekriegt. Ist aber zauberanfällig. Das heißt, wir casten erstmal den hier. Für 100 Schaden. Das würde 4 plus 10 machen.
Nee. Dann machen wir hier 5 Schaden. Hier nochmal 5 Schaden extra. Hier 10 Schaden. Also mühsam ernähren wir uns hier. Aber reicht am Ende. Gerade so. Läuft noch schleppend. Verzauberung gibt Rüstung. Von denen hatte ich das in der Originalaufnahme. 3 Stück. Mit Verzauberung macht doppelt, Trigger doppelt und Rüstung gibt nochmal 3 pro Stapel. Wir holen uns erstmal ein Artefakt ab. Okay. Holen wir uns im ersten Zug ordentlich Glutasche ab. Das Chaosportal. Eine Karte verbannen, eine Karte kriegen. Mach's gut, Zugbegleiter. Viel Spaß im Chaosportal. Wir holen uns was von den Stügern. Ja, gut. Frostschaden verdoppeln. Nehmen wir. Und dann mal gucken, was Talos uns entgegenzusetzen hat. Gegnerische Einheiten kommen mit 5 Rüstungen ins Spiel. Mhm. Oh, angegriffene Einheiten werden nach hinten gedrängt. Oh, das schiebt unsere ganze Chose durcheinander. Aber so richtig. Na gut. Dann lass uns hier mal auf ihn gehen. Hier. Und das hier. 13 Life haben wir noch. Dann löschen wir hier alles Mögliche aus. Ja, wir haben nur noch 8 Life. Und jetzt verrecken wir. Außer wir stellen hier einen Tank davor. Das bringt uns nichts. Wir müssten ihn davor stellen. Kriegen wir nicht hin. Ja, verrecken. Ungünstig. Sehr ungünstig. Unser Champ ist down. Ja, von 15 auf 30, das ist ein bisschen wenig. Ja, das mit der Rüstung fickt uns ein bisschen. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier die Verzauberung aufrechterhalten, dass die ordentlich geboostet wird. Okay, du stirbst, der kommt auf jeden Fall oben durch. Ja, so beschissen wie das ist, ich muss hier gegensteuern, ein bisschen zumindest. Das ist egal, wo wir das draufcasten. Ja, wir machen es mal auf ihn hier. Ah, jetzt ist schon die letzte Welle am Start. Ungünstig. Unsere Ebenen sind komplett verwaist und es ist noch ordentlich was zu tun hier. Du würdest zumindest einmal zuhauen. Oh wei. Das war nix. Nee. Na wobei. Ja, mit dem Verdoppeln des Frostschadens haben wir das noch rumgerissen, aber trotzdem aufs Maul gekriegt. Wie blöd. Fragil und Multischlag. Nee, dann lieber die Glutbindungskarte. Rachefrostschaden. Ich nehme den Alpha-Unhold. Und mehr Platz. Yep. Damit wir da ein bisschen was reinstecken können. Kopieren lohnt sich noch nicht wirklich. Eine neue Einheit. Muss nicht sein. Wir verbessern Zauber. Gut, wir nehmen den Permafrost auf dich hier. Ja, wobei. Für den Notfall? Ja, für den Notfall. Machen dich günstiger.
Und die 10 extra Kraft packen wir hier hin. Jedes Mal 20 Schaden. Liest sich gut. Dann schmeißen wir hier noch die Zugbegleiter weg. Und unser Champ bekommt... ja, 50 Life. Hält damit deutlich mehr aus. Mit 15... da kannst du ja wirklich fast nichts anstellen. Na gut. Zack, der erste ist weg. Okay, du hast eh keine Angriffe, das ist okay. Das macht es alles nur einfacher. Dich stellen wir jetzt mal hier rein. Du tötest ihn nicht. Aber ihn töten wir. Also 4 Splitter haben wir jetzt bisher. Was einfrieren? Ja, dann würden wir ihn aber nur hier hinstellen, bitteschön. Okay. Du bist drauf. Du nicht ganz. Ja, so sieht das so gut aus. Ja, komm. Nimm gleich 2 raus. Hier oben. Oh. Ja, er wird einmal angreifen. Okay, kurze Atempause. Oh, dann nehmen wir hier noch ein bisschen Rüstung mit. Können wir die spielen? Na, schade, ist weggefallen. Okay, er stirbt. Aber das wollte ich jetzt auch noch mit reinnehmen. Schön aufs Maul. Ja, 56 Frostschaden. Ja, ist schon mal auf dem richtigen Weg. Noch mehr Rüstung, ja. Kobold-Opf können wir mitnehmen. Wir sollten definitiv auf Artefaktjagd gehen. Ja, komm, Schwindel, wenn sie im Höllenglutraum sind. Dann Flink. Hm. 25 Life kannst du eigentlich auch relativ gut brauchen. Komm, wir geben dir Flink. Die Zugwerkstatt, dann nehmen wir den Haken. Ja, aber die dann oben nochmal betäubt werden. Okay. Ist okay, wenn die so... oh, warte mal. Okay, so. Dann das Koboldopfer. Können wir es nicht mehr wirklich benutzen. Aber wir können die 2 rausnehmen. Der Zugbegleiter macht nicht wirklich... ja gut, du tankst ein klein bisschen was. Ja, das sieht schon gut aus. Dann packen wir... nee, wir sollten ihn hier hochziehen. Ja, 3 Schwindel. Passt schon. Dann Zauberanfälligkeit. Ja. Ja, 4-mal draufschießen, ohne dass was passiert. Nice. Das kommt zu früh. Der wird uns aufs Maul geben. Sollen wir die spielen?
Er bringt nichts, die aufzuheben. Oh, warte mal. Übertrage den gesamten Vorstand auf diese Ebene auf eine Einheit. Gut. Schön, dass ich das aussuchen kann. Ja, zweimal haben wir das Maul gekriegt. Hier oben, du stirbst relativ zügig. Ich nehme hier immer nur mit rein. Das hier. Ja, komm. Viel Verzauberung. Okay, du verwechselst noch nicht. Kommt aber gleich. 100 Schaden fehlen. Na, kriegen wir so nicht ganz hin. Deswegen sichern wir uns mal ein klein bisschen ab. Okay, kriegen wir doch hin. Wegen dem ganzen Rüstzeug und den extra Splittern, extra Frost. Jo. Nice. Noch, ja gut, wir nehmen da so viele, wie wir kriegen können davon. Zwei zufällige Imps. Auf die Hand. Aufsteigen und Schwindel, ja, da könnten wir irgendwelche Tanks wegziehen. Oder in den Höllenblutraum schicken. Wir haben gesagt, wir sollten eigentlich Artefakt fangen gehen. Kriegen wir nur nicht hin, außer hier ist eine Chance dafür. Ja, wie sieht es denn mit den Einheiten aus? Können wir da nicht wirklich... Nee, da können wir nicht wirklich viel verbessern. Ja, das ist halt ein bisschen mies, wenn dann irgendwann mal Reichweitenschaden durchkommt. Wir gehen trotzdem hier lang. Gucken wir uns an, was wir mit den Zaubern anstellen können. Günstiger. Jo. Verbrauch, aber extra Damage können wir hier dazu machen. 245. Jo. Dann spähen wir durch die Tür. Warte mal, plus 15 magische Kraft brauchen wir nicht, richtig? Nee, das bringt für den Frostschaden nichts, weil das als Stapel gilt. Ja, da hier wäre das zwar nice. Dann wäre das 2x60 oder 2x40. Für die wäre das auch alles schön und gut. Plus 3 auf eine Zufall. Oh, da, Ne, wir nehmen auf jeder Ebene. Ja, auf jeder Ebene 1. Hätten wir es ein bisschen mehr Damage-Zauber, hätten wir das nehmen können. Aber nee, mir geht sonst der Platz auf den Ebenen irgendwann aus. So, dann der richtig heftige Röchelmeister, wenn er stirbt. So, würde ich mal nach unten packen. Ja, komm. Packen wir ihn mal mit nach unten. Du kommst nach oben. So, dann nehmen wir dich auch noch mit rein. Das ist... nicht so prickelnd. Wir löschen erstmal... Oh, das war dumm. Hätten wir es auch so machen können. Naja. Oh, er hat nur 3 Frostschaden abgekriegt. Na, das kommt zu früh. Elf würden wir hier kriegen. Na komm, wir hauen da mal ein bisschen was rein. Hätten wir auch Zauberanfälligkeit zuerst spielen können. Na egal. Mehr Splitter für hier unten. 34 Leichen nur noch. Du verreckst, wenn du oben ankommst. Du verreckst, wenn du oben ankommst. Gut, dann können wir hier unten was machen. Das ist ungut. Kein Platz für dich. Kein Platz für dich. Sollen wir trotzdem was hinstellen? Weitreichend, ich hab's... Ja gut, dann ist das egal.
Ach stimmt, die haben ja oben auch nochmal Spindel. Das ist nice. Du bist leider irrelevant, mein Junge. Hm. Ja, kostet alles ein bisschen extra. Nur noch 12 Life. Ja, dich können wir leider nichts hinstellen. Oh, du würdest da oben auf. Oh, kommen beide noch oben ordentlich durch. Nö, dann lass ihn mal noch 5 Schaden machen. Es kommt immer noch Zeug. Wollen wir das hier? Das würde jetzt 24 machen. Er kriegt 18, dann ist er auf 38. Ne, dann reichen die 20 auch. Ja, dann komm, dann lass uns mal hier das so machen. Okay, letzte Welle. 522 nur. Das ist nicht so cool. Fast keinen Frostschaden abgekriegt. Wir könnten hier 50 Schaden machen. Boah, zum Glück nicht hier Höllenglut und Eis. Abgeschmissen. Ah, mit 900, das kriegen wir nicht mehr hin. Das kriegen wir nicht mehr hin. Immer noch 600. Nope. Der eine Schwindel ist auch irrelevant. Fuck. Das ist schade. Nö. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich habe leider keine Zeit mehr, was Neues aufzunehmen jetzt gerade. Von daher, macht's gut. Bis dann. Wir versuchen es einfach nochmal mit dem Hauptstamm. So rum. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.